Herzlich willkommen zur nächsten Folge Horizon Zero Dawn mit mir, dem Gorbinski, und euch, den Zuschauern. Wir haben das letzte Mal einen Teil der Hauptquest abgeschlossen. Wir haben derweil vernichtend geschlagen, ohne Probleme, und seine Vogelkonsorten. Und, ups, ich wollte eigentlich hier mal gucken, wir haben hier einen Haufen von diesen hier bekommen, ne? Dann nehmen wir erstmal die. Und die Hauptquest ist somit abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben nur noch eine aktive Hauptquest, Stufe 18. Und wir haben hier noch das Jagen für die Loge, was ich machen will noch. Da brauchen wir noch zwei Verwüster und einen Pirscher. Sobald wir die finden, machen wir das. Ansonsten habe ich hier nichts mehr. Das Noah-Jagdgebiet ist abgeschlossen mit allen Sonnen, die man bekommen kann. Was wir aber mal machen können, wir haben für das Jagdgebiet noch gar nicht diese Kisten geöffnet, ne? Okay, das hier ist Müll, Steine können wir eh nicht nehmen. Schockfallen haben wir auch genug. Das hier, Nora Glutsonnenbelohnungskiste. Naja, da ist jetzt nicht wirklich viel drin. So, wie sieht es eigentlich geldtechnisch aus? Okay, wir haben nicht so viel Geld. Wir müssen echt mal hier unsere Rohstoffkiste erweitern, ne? Keine weiteren Upgrades verfügbar. Es geht immer nur bis 4. Okay, alles klar. 100 ist also Max bei Rohstoffen. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir nehmen hier in Meridian einfach mal ein paar Quests an. Hier ist ja, gibt's ja noch genug, ne? Hier gibt's ja noch einen Haufen. Wir gehen einfach mal da runter und gucken mal die erste Quest, die uns über den Weg läuft. Die nehmen wir an. Und fertig. Und gucken mal, ob's noch was... Was für ein Level sind wir denn eigentlich mittlerweile? Level 29. Wir haben 7 Punkte zur Verfügung. Da müssen wir wohl was machen. Da müssen wir wohl was machen. Ausweichtalent. Das ist cool. Das machen wir. Das wollte ich eh machen. Jetzt können wir länger wegspringen, ne? Kurz und lang. Guckt. Das ist eine lange Ausweichrolle, wenn wir lange drücken. Und was gibt's hier unten noch? Du sprintest leise, sodass sich deine Feinde nicht so schnell bemerken. Auch cool. Nehmen wir auch mit. So. Ich sprinte also leise. Das ist eine kurze. Kurz. Und das ist eine lange. Ah, cool. So, ich gehe erstmal hier hin, glaube ich. Neue Quest, neue Quest. Hier gibt es zwei Stück. Dann nehmen wir mal eine. Ups. Dann nehmen wir mal eine davon an. Sind wahrscheinlich alles Side-Quests. Ich denke nicht, dass da eine Hauptstory dabei ist. Aber die wollen wir ja auch machen, ne? Ich glaube, so viele Quests gibt es in diesem Spiel nicht. Das heißt, die kann man schon alle mitnehmen. Tatkräftige Abenteurer! So, ich hoffe, meine Stimme ist trotzdem noch etwas lauter als die im Spiel. Ich hab mal das Spielsound, da ich gemerkt habe. Wo ist denn mein? Kann ich euch vielleicht für eine Gelegenheit interessieren? Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ja. Gute Scherben. Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Danke. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Naja. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt.
Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus. Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Ein Pisser also. Ich bin eher ein Spieler. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Ein Moment des Friedens. Level 12. Easy. Level 12. Cool. Wo müssen wir da hin? Oh, entspannt. Ich habe kein Lagerfeuer in der Nähe. Ach doch, guck mal, die werden jetzt erst angezeigt. Hier gibt es kein Lagerfeuer. Ist ja krass. Na gut, dann müssen wir ein bisschen laufen, würde ich sagen. Dann müssen wir wohl ein bisschen laufen. Jetzt erstmal ein Wartescreen wieder rumbringen, ne? Ladescreen, nicht Wartescreen. Ne? Ich finde das so geil mit dieser Großmachfunktion. Ich finde das super. Ist nur ein bisschen blöd, ich muss da immer aufpassen. Denn wenn ich... Ups, sorry. Denn wenn ich drücke, durch die Verzögerung, ist das alles ein bisschen nervig, weil ich muss ja meine Facecam auch verzögern, da die Blazy halt eine Verzögerung drin hat. Gut, technische Sachen, die euch nicht zu interessieren brauchen. Aber das ist halt so. Und dementsprechend musst du da immer ein bisschen aufpassen. Und ich hab's noch nicht ganz so raus. Wenn ich am PC irgendwas aufnehme, ist das kein Problem. Dann ist das alles instant. Aber mit dieser externen Elgato Capture-Karte halt nicht, leider. Da musst du eine Verzögerung einstellen für Facecam und meinen Sprechgesang. Und dementsprechend... So, wo müssen wir hin? Da? Okay. Das ist ein Läufer, ne? Nein, 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 falsch. Ja, den hier. Da ist noch einer. Da
Greift doch das andere Ding da hinten. Genau. So, können wir schon looten. Ich nehme die mal alle mit. Gibt XP. Gibt Mats. Alles toll. Aber eigentlich müsste man den mit dem Speer einfach umknüppeln. Weil, so verbrauche ich ja... So verbrauche ich ja Sachen, die ich eigentlich nutzen kann, indem ich Pfeile verschieße. Weil die Sachen kriege ich halt immer zurück von den Pfeilen, ne? Ich könnte mir auch einen Läufer nehmen und da hochlaufen. Aber und da hochreiten. Aber ich laufe eigentlich lieber, ne? Ich finde das viel cooler. Ich laufe lieber, wollte ich sagen. Habe ich das gesagt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Denn ansonsten kommt man hier an den Dingern hier vorbei, nimmt die nicht mit. Und das ist dann schon sehr nervig. Also dann müsste ich mal echt mal ein halbes Stündchen Tiere farmen. Also nicht Agro-Tiere, also Hasen. Das nehme ich für unterwegs mit. Den hier. Oh, komm schon, Junge. Füchse. Und so weiter. Hallo? Der rollt. Denn die brauchst du so viel, die brauchst du für alles. Die brauchst du immer für die Erweiterung, der Beutel. Die brauchst du für alles. Was ich krass finde, wenn man hier so... Hier waren eigentlich... Ne, hier war das. Ah, da wollte ich auch nochmal hin. Na, jetzt bin ich vorbei, ne? Ich habe ja gesehen, die Panoramapunkte kann man wirklich entdecken. Und dann sollte man das auch machen, ne? Steininventar voll. Okay. Guck mal, hier ist super viel. Hier ist super viel Zeugs für, super viel Gräser, um die meine HP wiederherstellen. Ist ja geil. Ja, wird jetzt ein bisschen Laufarbeit bis da oben, aber ich, falls ihr noch keine Folge bei mir gesehen habt, ich versuche das eigentlich immer so zu machen, dass ich Quests, die ich annehme, auch sofort abschließe. Oh, was haben wir da? Ne, die heißen anders, ne? Panzerwanderer. Das sind nicht zufällig die, die ich brauche. Ich muss da immer mal wieder reingucken. Pirscher und Sägezähne. Ne, Pirscher und Verwüster. Nein, ihr seht mich nicht. Lass von mir ab. Können die scannen? Manche Viecher können scannen. Oh, jetzt haben die mich doch gesehen. Warum denn? Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Die sind mir zu schwer zu töten. Da kommt noch einer. Okay, komm, den einen nehmen wir mit. Oder auch nichts. Wenn er nicht will, alles gut. Dann halt nicht. Ich habe doch gelernt, dass ich leise sprinten kann, oder? Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Da oben sind alles Panzerwanderer.
Ich hab den getroffen, wie geil. Jetzt muss ich kämpfen. Mach ich. Auch keine Munition. Shit. Oh, wie weit wollen die mit dir noch hinterherkommen? Ich laufe einfach. Was ist eigentlich für ein Viech hier? Blaue habe ich, zwei Stück sogar. Da geht er down. Ist mir eigentlich Wumpe, Gerfe Grau hab ich. Alter, klar. Klar. Wo ist er denn? Oh, natürlich. Was? So, Grau habe ich down? Nein, ist er natürlich noch nicht. Das war's schon. Ich hab gedacht, der lebt noch. Immer schön leise. Na, keine Brandpfeile, normal. Die Viecher können eigentlich nichts mehr. Die haben mir trotzdem jetzt einen Haufen abgezogen, weil ich einfach nur scheiße gespielt habe. Einfach nur sehr mistig gespielt. Okay, ich glaube, das wird ein längerer Weg da hoch. Aber ist ja in Ordnung. Wir nehmen alles mit, was auf dem Weg liegt. Was haben wir hier? Stürmer. Stürmer? Stürmer? Waren es Stürmer? Nein, es waren auch keine Stürmer, ne? Pirscher und Säge. Pirscher und Verwüster. Sägezähne habe ich schon. Was da hinten? Graser. Das ist aber eh hier hoch, ne? Ich muss eh hier hoch. Für später. Okay,
Okay, Schneegebiet, das heißt, hier wird es noch ein Eishäschen geben, aber das war's dann auch schon, ne? Man sieht gar nichts. Keine Viechers. Was haben wir denn da hinten? Ich muss eh hier entlang. Jetzt noch wieder Graser. So, die anderen lassen wir erstmal. Räumen wir erstmal die hier ab. Die anderen haben wir jetzt nicht irgendwie. Die sind ja nicht aggro, die anderen, ne? Ich habe gedacht, ich kann einen vielleicht töten direkt. Die suchen mich überhaupt nicht. Die sehen mich nicht mal. Außerdem haben die Angst vor mir. So habe ich, die sind halt eigentlich auch easy, ne? Wenn sie nicht zu dritt oder so sind. Dann machst du einen Feuerpfeil drauf. Was ist das? Langhorn. Und da? Langhorner. Alles nur Langhörner. Okay. Was haben wir da? Wächter. Okay. Wir lassen die. Maschinenbau entdeckt. Grauhabichtareal? Da stand doch irgendwas anderes. Da stand doch Maschinenbau entdeckt oder so. Brutstätte? Nee. Ah ne, Maschinenareal entdeckt, ne? Stand da wahrscheinlich. Was haben wir hier? Grauhabichte. Und hier? Das sieht man noch nichts. Das hier nehmen wir definitiv auch nicht, die Banuk-Figur. Ist klar, wer das Banuk-Land ist. Ich höre was. Wo lerne ich, wie man sich überbringt? Ich glaube, ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Und drauf. Jetzt fliegt er nochmal weg. Echt jetzt? Nee. Tot. Okay. Gut, gut, gut. Das war aber noch nicht das wirkliche Areal, ne? Ich sehe nicht mehr, scheiße. Komm, 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 komm. Und fall schon vom Himmel. Ja, das war's schon. Okay. Nice. Macht echt so Fun, gegen Maschinen zu kämpfen. Okay, ich mache hier mal Ende. Die Zeit sagt, ich mache Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann gehen wir hoch in das Banuk-Lager. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war eine schöne Reise. Tschüss.